Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine Folge vom wackelnden Tisch und aus der Kammer in dem Möcki Deluxe. Heute haben wir am finnischen Unabhängigkeitstag folgende Themen für euch frisch gepresst. Abgesehen davon, morgen geht's los, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft. Wir werden in Helsinki vorstellig. Ja, ich freue mich, wenn ihr nach Helsinki kommt. Morgen ist ja Weihnachtsmann-Event, was anfängt. EU-Kommission hat als erstes frisch gepresstes Thema sich ein bisschen die Thematik Lufthansa-ITA-Übernahme angeguckt und spricht das Thema Monopolstrecken an. Zu Recht, wie ich meine. Dann haben wir Emirates Airlines A380 aus dem australischen Perth, glaube ich war es, nach Dubai, Clean Air Turbulence oder Clear Air Turbulence, je nachdem, wie man es sieht, mit verletzten und erschreckenden Bildern aus der Kabine. Wir haben des Weiteren Air Berlin Nachrichten oder ja, Nachrichten von Air Berlin. Und er sagt, die sind doch pleite. Sag ich, ja, das ist richtig, die gibt es auch nicht mehr. Aber Sunder hat ja die Airbus A320, zumindest noch in der A320 klassischen Air Berlin Lackierung. Da soll was passieren. Dann haben wir als nächstes Thema Lufthansa Green Fares. Sehr beliebt bei euch, weil ihr mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status bekommt. Aber es gibt sie auch auf der Langstrecke. Und wir haben von IHG schon die neueste Promotion für das erste Monatsgebilde, dem Januar 2024. Ja, doppelte Punkte, gehe ich auch drauf ein. Jetzt seid ihr dran bei der aufgezeichneten Sendung, auch wenn sie semi-live ist, den Like-Button zu drücken, Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren und die Fragen alle abzuarbeiten, die ich euch heute stelle. Ja, Kanalfrage habe ich auch. Quasi eine Kanalfrage, nee, eine Frage des Tages habe ich gestellt und Kanalmitgliedschaft sollte machen. So ist das alles richtig. Erstes Thema, was wir jetzt haben, nach 3 Minuten Gesabbel, ist die Lufthansa und die Monopolstreckengeschichte in Italien. Und zwar ist es ja so, die Lufthansa hat jetzt bei der EU-Kommission Bescheid gesagt, Freunde, wir wollen die ITA übernehmen. Nachdem man etwas gezögert hatte, ist jetzt dem so, dass man die Bude offiziell auch übernehmen möchte zu 41%. 300 paar kaputte Millionen, nämlich 325, bezahlt man dafür. Und Carsten Spohr ist ja freudig erregt, dass er Gewinne machen möchte, schon ab 2025. Auf jeden Fall ist es so, dass die Zeitung Corriere della Sport, ne, della Sara, Sport wäre auch geil, gesagt hat, dass die EU-Kommission Monopolstrecken identifiziert hat. Monopolstrecken sind Strecken, auf denen Lufthansa ein Monopol hätte. Wir leiden ja sehr unter der Strecke München-Zürich als Beispiel, wo die Preise komplett Banane geworden sind, nachdem Lufthansa da als einzige fliegen. Und die Strecken, die man dort genannt hat, sind zum Beispiel Mailand-Brüssel, 95% des Sitzplatzangebots bei Hansa. Dann hat man noch Rom-Brüssel, 74% bei der Hansa. Mailand-Hamburg immerhin noch 65%. Und deshalb gibt es auch natürlich direkte und indirekte Überschneidungen zwischen den Langstrecken, die man bei der Lufthansa hat und bei der ITA hat, logischerweise. Und da möchte man wirklich jetzt sagen, so nicht, Freunde. Aber es gibt auch eine gute Nachricht bei der Geschichte der Cargo ist es so, dass es geringe Überschneidungen gibt und damit ist das nicht mehr so im Fokus, wie man anfangs gedacht hatte. Die erste Prüfphase läuft bis zum 15. Januar. Da will man sich das bei der EU angucken und an dem Stichtag kann Reinders die Übernahme entweder unter Auflagen freigeben oder, Reinders ist übrigens der Veranstaltungsleiter von der Verbraucherschutzkommission bei der EU, und ansonsten hat er noch eine Phase 2 Verfahren, wo er weitere 90 Tage Zeit hätte, sich dazu dann Gedanken zu machen. Und bei der Freigabe kann es halt wirklich so sein, dass man ab 2025 dann die 90% der ITA übernimmt, denn 10% sollen ja bei der italienischen Regierung bleiben. Aber 2023 will ja Italien dann auch komplett aus der ITA aussteigen, was natürlich auch eine coole Sache ist. Ich bin mal gespannt, was da passiert und wie das dann ausgeht, ob man die Strecken abgeben muss, ob man andere fliegen lassen muss, ob Ryanair vielleicht reinspringt, was da halt als Thema kommt. Da können wir uns das Ganze dann nochmal gepflegt anschauen und dann mal sehen, was passiert. Fand ich spannend, dass Rom und Mailand nach Brüssel quasi eine Monopolstrecke ist. Das ist überraschend. Genau. So viel fliegen dann nach Brüssel hin und her.
Was auch überraschend war für viele Passagiere ist, wenn das Anschnallzeichen angeht, direkt Sekunden nachdem das Cockpit die Ansage gemacht hat, dass es Clean Air oder Clear Air Turbulences gibt. Ihr fragt euch, was ist das? Ein Flugzeug fliegt durch die Luft und man hat ja zum Beispiel verschiedene Radarsysteme, mit denen man auch Wetterradar benutzen kann. Und dann kann man sehen, gibt es Wolken, gibt es Turbulenzen. Funktioniert nicht 100%. Oder man hat Flugzeuge, die vorfliegen und sagen, ja, wir sind ja auf der Strecke und da gibt es ein Problem. Dann weiß man das. Aber es gibt auch solche Turbulenzen und die soll es auch leid britischen Wissenschaftlern immer mehr geben im Rahmen der Geschichte, dass man durch die Klimaveränderung wesentlich mehr dieser Ereignisse hat und auch stärkere Ereignisse hat. Und das ist bei dem Emirates-Flug passiert. Und zwar gab es 14 Passagiere und Crewmitglieder, die verletzt worden sind, als man von Perth in Westaustralien nach Dubai geflogen ist. Und zwar ist das Ganze passiert, weiß ich nicht, aber der Flug war EK421. Und da ist es so, dass die Passagiere die Decke getroffen haben. Und dann guckt euch das mal an. Da sieht man auch noch mal den Kopfabdruck an der Stelle. Ich weiß, die Maus seht ihr nicht. Aber ihr könnt ja mal gucken. Da seht ihr halt wirklich, wie so ein Kopf sich abbildet. Und das finde ich schon relativ krass. Auch das zweite Bild ist etwas irritierend, wenn man sich das anguckt. Da sieht man auch, wie die Sitzlehne sich verschoben hat, weil der Kollege, der oben mit dem Kopf zweimal doof eingeschlagen ist, dann auf der Sitzlehne eingeschlagen ist. Und was dann passiert ist, ist halt, dass das Cockpit ein Announcement gemacht hat, Seatbelt Sign angegangen ist. Aber die Passagiere waren halt nicht schnell genug, da es direkt Sekunden später losgegangen ist. Und da muss man natürlich krass sagen, was da für Kräfte wirken. Logischerweise hat Emirates sich dem Thema angenommen. Man hat an Crew, Gott sei Dank, medizinisch ausgebildetes Personal gehabt. Die haben sich um die Passagiere gekümmert, während die Crew selber mit Metlink oder ich glaube, ich weiß nicht, ob die das noch mit Metlink machen bei Emirates, weil damals waren die Dinge irgendwie zu teuer. Finnair macht ja zum Beispiel noch mit Metlink. Da ist es so, dass man dann die Passagiere verarztet und dann am Boden halt Ärzte hat, die dann im Notfall noch Anweisungen geben und guckt, ob man wirklich eine Landung irgendwo anders machen sollte als am eigentlichen Ziel. Man hat sich aber dazu durchgerungen, mit dem Flieger dann in Dubai zu landen. Das war um 4.45 Uhr am Dienstag. Medizinisches Personal hat gewartet, Ambulanzen, das volle Programm ist dann natürlich gewesen. Das Flugzeug selber, 9 Jahre alt, hat einige Turbulenzen gehabt, aber eine geringe Anzahl, gut 14, ist im Vergleich beim 380er eine geringe Anzahl, sind verletzt worden. Und das ist auch der Grund, warum wir als Passagiere angeschnallt bleiben sollten. Ich selber versuche das auch immer zu machen und bin in 95% oder bis mehr erfolgreich immer angeschnallt. Aber manchmal vergisst man es auch oder es ist halt einfach unangenehm, weil man halt einfach auf seinem Platz sitzt. Und wenn man sich das Thema dann weiter anschaut, ist es natürlich so, dass es auch gefährlich für andere ist. Das heißt, also, wenn ihr überlegt, wenn ihr da durch die Gegend fliegt und ihr dann einen anderen Passagier dann verletzt und so weiter, abgesehen davon, dass ich glaube, für die Schädel-Hirnrinde da oben dumpf einzuschlagen und ein Passagier, der auch diese Kopfgeschichte gezeigt hat, also diesen Abdruck da oben im Kopf in dem Overhead-Panel, der ist ja zweimal eingeschlagen. Also das kann schon im Hirnkastel, wie der Österreicher sorgt, schon nachhaltige Probleme besorgen. Aber man hat halt wirklich nicht dann irgendwo anders landen können, wollen, dürfen, können, Dings und so weiter. Ist nach Dubai weitergeflogen. Der Flieger wird repariert. Ihr erinnert euch ja auch an Mauritius mit der Condor. Die hatte da ja auch Malesche. Also, die Frage des Tages Nummer 1. Wie seht ihr das Thema mit dem Anschnallen? Habt ihr da Probleme mit euren Kollegen, die sich nicht anschnallen? Der Tisch wackelt. Die Kollegen anschnallen, ja oder nein? Macht ihr es oder sagt ihr, Und die andere Kategorie von Leuten ist ja so, sobald man gelandet ist, dass man sich von dem wunderbaren Gürtelgurt befreit. Sollte man das machen, ja oder nein? Das ist die erste Frage des Tages. Wir haben dann weiter eine Geschichte aus dem Bereich der Air Berlin. Air Berlin ist ja eine Fluggesellschaft, die ja das Zeitliche gesegnet hat. Und wir kennen ja auch alle die Delta Alpha Sierra Golf Kilo.
Das ist eine Maschine, die genauso aussieht, als ob sie noch für Air Berlin fliegen würde. Das Einzige, was halt nicht mehr da ist, ist das Logo. Das Leitwerk ist immer noch da. Die Triebwerke haben alle noch diese Air Berlin-Geschichte drauf. Und das Flugzeug ist halt wirklich überall unterwegs mit Sandair, Mittelmeer und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das so, dass das Flugzeug immer noch so rumfliegen soll, aber bald eine neue Sandair-Lackierung bekommt. Denn Airbus empfiehlt jetzt eine neue Lackierung für das Flugzeug, denn die Maschine ist ausgeliefert worden 2006 und dann mit der Seriennummer 2668 ist ununterbrochen im Dienst von Air Berlin und dann von der Tochter Niki gewesen. Nur 3 Monate lang flog es zwischendurch bei OLT Express. Die deutsche Gruppe hatte den Jet 2012 kurzzeitig auch nochmal verleased an die polnische Regierungsairline. Aber seit 2018 ist die Maschine bei Sandair unter Vertrag und im Bestand. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass die neue Lackierung kommen muss. Und wichtig ist die Lackierung deshalb, weil es um Korrosionsschutz geht. Weil ihr wisst ja ganz einfach, wenn Flugzeuge korrodieren, ist das nicht gut. Und Lack ist halt ein Bestandteil des Korrosionsschutzes. Der muss gemacht werden und muss dort dann geschaut werden. Das neue Design wird halt das Sandair sein. Und vermutlich ist es so, dass es im April nächsten Jahres schon soweit ist, dass man das neue Design anbringt. Ganz ist das Datum noch nicht klar, aber das Air Berlin Logo und alles wird verschwinden und es wird, ja, bye-bye sein. Also, traurige Nachrichten für alle Air Berlin Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Ihr könnt dort dann leider nicht mehr das Ganze bestaunen. Was wir bestaunen, sind die Leute, die bei Lufthansa die Green Fares nehmen. Die Green Fares sind die Fares, die geben euch ein bisschen Flexibilität beim Ticket, aber auch wesentlich mehr Punkte, 20%. Einige Strecken haben ja im Moment noch eine Aktion, wo es sogar 100 gibt. Ist leider auf die Kurzstrecke. Aber jetzt ist es so, dass man diese Tarife, die 100%ige Kompensation versprechen, auch auf die Langstrecke ausweiten möchte. Und seit dem 30. November oder 1. Dezember sind die auch buchbar für die Strecken Frankfurt-Bengaluru, München-Seoul, Brüssel-Kinshasa, Zürich-Los Angeles, Frankfurt-Miami. Von Frankfurt bis zu Main kannst du fliegen? Nein, natürlich nicht. Singapur, dann nach London City, Sao Paulo, Zürich, Bangkok, Wien, Hongkong, London und dann auch London, Hongkong und Paris, Bangkok über Charles de Gaulle und so weiter. Also da gibt es halt interessante Sachen, was es gibt. Und Christina Förster, die ist die Vorstandsdame, die das ganze Sustainability verantwortet. Die hat gesagt, Menschen wollen fliegen und mobil sein. Sie wollen die Welt erkunden, Freunde, Familie besuchen, Geschäfte persönlich besiegeln. Die steigende Nachfrage nach unserem Greenfares-Tarif zeigt immer mehr Menschen auch so nachhaltig wie möglich unterwegs sein wollen. Und das wollen sie jetzt auf der Langstrecke ausprobieren. Also es handelt sich erstmal um einen Test. Denn der große Unterschied ist natürlich zwischen Basic und Flex. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. 10% CO2 mit SAF kompensiert werden, 90% mit nachhaltigen Projekten passen. Dazu bekommt man auch 10% extra Status- und Prämienmeilen. Also auf der Langstrecke sind es nur 10% Statusmeilen. Bin mal gespannt, wie das bei den Punkten wird. Was da ist, aber auch 10% sind ja schon mal cool. Besser als nichts. Und hier haben wir die zweite Frage des Tages. Was haltet ihr von der Green Fare? Sollte das ein Angebot sein, was alle nehmen? Und dann vor allem die Frage, bucht ihr Green Fares, weil ihr Öko-Jünger seid oder bucht ihr die Green Fares, weil ihr der Meinung seid, mehr Meilen, desto besser? Ich bin mal gespannt, was er antwortet. Ich höre schon. Das letzte Thema, was wir heute haben, das ist das Thema IHG. Ihr kennt ja meine Meinung zu IHG. IHG ist ein Programm, was eher im Bereich des Punkt- und Rabatt unterwegs ist, also eher weniger Kundenbindung ist. Und bei der Kundenbindung ist es so, dass man dort halt dann Punkte raushaut. Und so ist es jetzt so, dass man eine doppelte Punkte-Offer hat, die am Januar beginnt. Und da gibt es halt zweifache Punkte. Und das finde ich halt auch spannend. Wichtig ist, dass man dort halt wirklich in den ersten Monaten schon sich ein Punktekonto anlegen kann, um dann, wenn man die Punkte ausnutzen möchte, dann auch genug Punkte habt. Wie findet ihr so eine Aktion von IHG, doppelte Punkte-Aktion? Da bin ich mal gespannt, denn die Aktion ist vom 1. bis zum 31. Januar mit den doppelten Punkten, aber es sind halt immer Prämienpunkte, sind keine Statuspunkte oder sonst was.
Ist das so? Haben die eine Unterscheidung? Ne, die haben ja gar keine Unterscheidung. Ne? Ich glaube, die haben keine Unterscheidung. Ich bin bei IHG gedanklich ausgestiegen, weil ich nutze die einfach nicht und deshalb habe ich auch keinen Bock, die Kopfschmerzen da zu machen. Hab da irgendwie immer noch im Moment den Spire oder den Diamond, wie er jetzt heißt, und nicht so prickelig. Denkt dran auf jeden Fall, dass ich euch dankbar bin, dass ihr die Sendung heute wieder schaut. Aus der Konserve Pri aufgezeichnet. Ihr habt gemerkt, wie es duster wurde, zappenduster. Hier ist es jetzt 4.19 Uhr in Finlandia. Und ihr könnt den Kanal natürlich abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, uns damit unterstützen. Denkt dran, wir haben noch 3 Plätze für den Frankfurt Stammtisch am 18. Und es kommt auch Dr. Böse. Und wir gehen Steak essen. Steak, Steak, lecker, lecker. Und ich noch was vergessen. Frage des Tages beantworten, kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft. Ich habe alles gesagt, ihr wisst es, bis morgen wieder in Alter, in Frische. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht mit Leuten eine Sendung rausbringen, die auf dem Weihnachtsmann sind. Gucken wir mal, ob der Kollege Tretz oder der Kollege Jörg mit bei der Sendung sind. Jawohl, so ist das. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen. Ach ja, habt ihr gemerkt, war eine neue Kamera. Also, ich habe die Kamera wieder vom Handy angeschlossen. Bild ist wesentlich besser und wieder 4K. Bin glücklich, dass das alles wieder qualitativ besser ist hier aus der Kammer, aus dem Möcki Deluxe Editionsthema. Also, alles gemacht, alles getan. Abspann für euch. Hier geht's los. Danke, bis morgen. Jetzt aber Schluss. Ciao.